Willkommen zum M16 10 Guide und damit herzlich willkommen zum Bibberberg Bob. Aufgabe 3. Besiege den schnellen Pinguin. In Aufgabe 1 habe ich euch ja gesagt, dass man ja tendenziell einen kürzeren Weg nehmen kann. Den kann man aber leider in dieser Aufgabe 3 nicht nehmen. Wir müssen genau wieder hierher und müssen diesen Pinguin hier besiegen. Wenn wir die Aufgabe so machen würden, wie ich sie in Aufgabe 1 gemacht habe, meint der Pinguin, wir hätten geschummelt. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Wie, hallo Mario, du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen wollen. Und ich sage, na klar, ist zwar noch niemandem gelungen, mich, den Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen, aber du kannst es ja mal versuchen. Wie steht's aus? Na klar. So, der Pinguin hat schon leichten Vorsprung, aber wenn man tendenziell, das kann ich euch auch sagen, nach vorne drückt, seid ihr schneller. Wenn ihr, wow, schneller seid, ist es natürlich so, dass es etwas unkontrollierter ist. Aber der Pinguin hält eigentlich immer gut mit. Und ihr könnt dann eigentlich auch ganz viele Münzen euch mal holen. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass ihr hier nicht runterknallt. Am besten immer gegen die Wand fliegen. Das ist die einfachste Geschichte. Nicht, dass es heißt, ihr hättet geschummelt. So habt ihr definitiv nicht geschummelt, weil ihr gegen die Wand geflogen seid. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir nicht überreichen. Aber nimm diesen Stern. Du hast ihn dir verdient. Und so könnt ihr den 21. Stern haben. Danke fürs dabei sein.